Na, hau doch mal zu. Heil dich doch nicht unnötig. Hau zu. Ich würde sagen, die erste Runde lief gut. Auf in die zweite. Oh, ein grüner, ein blauer und ein gelber. Cool. Blau. Und jetzt noch der gelbe. Oh, das ist nochmal eine schöne letzte Runde. Zwei kleine von denen und so einen großen. Die passen auch irgendwie in die Wüste so, ne? Von den Monstern her passen die auf jeden Fall. Oh, ein Schock drin. Besiegt. Aber keine Karten. Oh, da sind sie aber jetzt ganz schön. Du, das ist geizig. Was anderes kann man dazu gar nicht sagen. Wirklich, das ist purer Geiz. So, dann werden wir den kurz machen. Denn auch wenn das dann hier diese X'e verschwinden, haben wir trotzdem dann alles gemacht. Und das heißt, man muss die 100 mal überall gleich hinlaufen. Oh, das sind das doch schon mal eine schöne Ansammlung. Diese 6 Gegner. Erste Runde, 6 Gegner. Herzlich willkommen. Aber die kriegen wir schon hin. Ah, diesmal haben wir eine Karte gekriegt. Schön. Runter schon. Komm, hau noch mal zu. Schön, Schock drin. Und besiegt. Noch eine Karte. Das Meckern eben hat geholfen. Oh, den als letztes. Boah. Kriegen wir hin. Schock drin. Und damit haben wir schon so gut wie gewonnen. Ja, oder gewonnen. Ja. Also das Brustteil und der Helm, der sieht ja noch ganz gut aus nach Samurai, aber die Beinteile finde ich immer noch nicht schön. Also, na, theoretisch könnten wir jetzt so dahin. Ich würde aber lieber gerne dahin. Und dahin. Ja, irgendwie ging das jetzt komplett hier unten verloren. Also da, da und da. Irgendwie war das nicht jetzt so schön, finde ich. Theoretisch könnte man das und das so verbinden. Dann hat man auch einen Weg. Wäre interessant, ob das jetzt auch wirklich so ist. Dennoch, dennoch. Sehr schön. Nächsten bitte. Say goodbye. Don't get cocky. Thank you.
halt mal einen Rang. Ich glaube, noch zweimal oder dreimal kämpfen. Coole Sache. Ja, so wie ich es mir gedacht habe. Jetzt echt, das führt gleich bestimmt dahin. Wir werden aber trotzdem mal kurz erst hier rein hin abbiegen und da kämpfen, dann wieder so zurück. Es sei denn, das hier verbindet sich auch noch. Das wäre echt geil. Dann könnte ich das noch eben machen und dann wieder da so runter. Also es wäre wirklich sehr, sehr cool. Oh, ich habe gerade gesehen, wir haben noch eine Karte bekommen. Sehr schön. Diesmal haben wir sogar 4 Runden. Wahnsinn. Aber die erste Runde war kein Problem für uns. Immer noch volles Leben. Zweite Runde, mal sehen, ob es immer noch so bleibt. Na ja, gut, fast volles Leben. Der Autopflege konnten wir jetzt 11 Mal nochmal, haben wir jetzt an Runden gehabt, die wir schlagen könnten. Das ist echt cool. Das kann man hier unten beobachten. 7 Stück. Wunderbar, auf in die letzte Runde. Ach ja, das ist doch eine schöne Endrunde. Vor allem schön schnell. Ja, zack, im Schock schon drin. Einmal nochmal zuhauen. Besiegt und noch eine Karte gekriegt. Merci. Wirklich sehr großzügig von euch. Dankeschön. Ja, vielleicht das nächste Mal beim Kämpfen ist dann Stufe 28. Dann haben wir Samurai Stufe 100, also die Deckstufe ist das. Das wäre echt cool. 1000 haben wir, nochmal 1000, dann können wir das andere auch schon mal freischalten. Der ist sogar neu, so schön. Ja, so wie ich es mir gedacht habe, sehr cool. Ja, sorry, ich mache gerne 100%, das... So bin ich einfach. Ich habe mir überlegt, wie ich das dann mache, wenn der von den Jobkarten her den Magier und den Waldläufer oder sowas hier nochmal verlangt. Also mal was anderes verlangt oder so. Wie ich damit dann handhabe, denn... Die können ja immer noch fast gar nichts. Und ich hoffe dann, dass die Karten hier mit benutzen können, weil dann sind sie wenigstens noch recht weit oben. Yeah. Die machen kaum Schaden hier, das ist das Schöne. Deswegen geht das auch so schön schnell hier. Jetzt können wir wieder 11 Mal theoretisch zuhauen. Mal gucken, was wir daraus machen. Ja. 4 davon nur genutzt. Zack, fertig. Und Stufe 100. Dann nochmal Magie hoch. Schockschaden nochmal einen hoch. Angriff einmal hoch. Und ein bisschen Leben dazu. Herrlich. 2 Stufen kann das noch aufstiegen. Das kann also bis 102 gehen hier. Ist doch mal sehr cool. Das gefällt mir. Wir reisen dahin, um dann da nochmal zu kämpfen. Dann können wir nach da und danach da. Obwohl. Wir gehen einfach da lang. Ich glaube, ich weiß es nicht, dass sich das beides verbindet, sobald einer davon bekämpft wurde, also gemeistert wurde, aber
Wissen tue ich es nicht zu 100%, deswegen gehen wir einfach unten mal lang, dass wir das trotzdem schon mal haben. Schadet ja nicht. Ist ja wie ein zusätzliches Training eigentlich. Für unsere Karte und für unser Level halt. Und wir kriegen nochmal Karten zum Verticken. Da ist schon die erste zum Verticken. Sehr schön, danke. Also ich sehe da Wasser, das ist so eine Art kleine Oase hier oder sowas. Und Palmen. Wo Bäume sind, da ist auch Wasser. Ist einfach so. Man muss nur tief genug graben. Sehr schön, das ging auch schnell. Nehmen wir die Karte einfach mal. Es macht ja eigentlich keinen Unterschied, welche Karte ich nehme, aber irgendwie kann man es dann doch noch nutzen. Oh, die Runden liefen doch schon mal gut. Juhu, Karte! Ha, das war die letzte Karte. Also die letzte Runde hier. Und Karten habe ich glaube ich nicht gekriegt. Die letzte Kartenmöglichkeit. Echt mager, ne? Gut, eigentlich wäre ich noch gar nicht so hoch. Aber trotzdem ist das jetzt für mich wäre das jetzt irgendwie nichts. Meister, sieh, was ich gefunden habe. Eine Sackgasse. Toll, wir haben eine Sackgasse gefunden. Yay! Um weiterzukommen, musst du den Telepostein in diesem Land aktivieren. Toll! Oh, ist das unfair. Ist das unfair? Jetzt haben wir... Warte, wie viel brauchen wir? 6. In 3 Minuten. Ja, nee, dafür gebe ich jetzt nicht nochmal Elixiere aus. Weil ich weiß, dass bei Events und überall ganz schön teuer geworden ist. Jetzt gucken wir hier nochmal. Also, die Teile haben wir gar nicht. Aber 32 Kristalle, das ist geil. Wir müssen irgendwie das Feuer erhöhen. Ach, wir müssen die Karten noch verkaufen. Aber sonst sind wir ja so schnell wieder voll, das geht nicht. Das waren jetzt die richtigen, ne? Ja, da. Die nicht. Davon haben wir 3. Die brauchen wir einfach nicht. Und die sind schon mal 20. Millionen. Hui, sogar fast glatte 1,4 Millionen. Echt cool. So.
ist aber noch. Autoverbesserungen. Gehen die überhaupt noch? Ja. Eine von 6 und eine von 6. Ja, gut. Na komm schon, eine Minute und noch was. Die warten wir jetzt und dann machen wir noch den Kampf und dann war's das für die Folge. Wir können ja mal kurz bei den Fusionen gucken. Die wäre noch interessant hier mit dem 40%. Sonst hat keine andere irgendwie 40% oder so. Der interessiert mich nicht mehr. Jetzt gucken wir mal bei dem. Was gibt's denn hier Interessantes? Gar nichts. Uiuiui. Also doch so viel, ne? Das ist. Also ich habe mehrere Karten angefangen zu skillen. Und zu gucken, dass wir viel Abwechslung haben. Also ich habe hier wirklich versucht, wirklich klein jetzt das hier zu halten. Kleine Süßchen mit wenigen. Ich habe Zweier und Dreier hier gelassen. Die Einer, die werden ja gleich wieder weg. So, und dann habe ich hier einmal ja die Standard, die ich ja immer habe. Das sind meine Starter ja hier zum Beispiel. Dann habe ich hier einmal mit Wind. Nein, mit Wasser, Wind, Licht, Dunkel, also ganz viele verschiedene Steine und sowas habe ich hier gemixt. Und hier habe ich auch solch einen besonderen Boss, könnte man sagen, den ich bekämpft habe in den Makoreaktoren. Die könnten wir auch noch versuchen, mit der anderen zu fusionieren. Oh, nur 30% bei beiden. Das ist nicht viel. Und dann nochmal 10 hier, das wären dann nur 40. Das ist zu wenig. Mindestens 90 oder 80 oder so, aber nicht niedriger. Müssen wir mal aufpassen, dass wir noch irgendwie sowas davon kriegen. So, wir haben unsere 6. Dann kämpfen wir doch mal. Ach, nein. Etter haben wir übrigens schon. Die können wir alle nicht. Super. Dann nehmen wir einfach die. Die geht. Na? Errorcode. Verbindungsfehler. Versuche es mit einer stabileren Verbindung erneut. Okay. Anscheinend ist Final Fantasy wieder nicht erreichbar. Gab, glaube ich, auch wieder ein Update. Ich muss nur mal gucken, dass das nicht, dass sie jetzt die Serverwartungen einschmeißen oder sowas. Oder neu starten. Also würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Da machen wir versprochen die Oase. Und damit hätten wir dann eigentlich den zweiten Schlüssel schon von 4, die wir brauchen, glaube ich. Könnte sein, ich weiß es nicht. Um natürlich dann später den Runentempel oder sowas da eben halt zu erreichen. Also macht's gut. Bis dann, ciao.